Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity. Ja, Schule fällt heute aus. Ja. Ne? Mal schauen, was wir hier noch für Häuser finden. Vielleicht ein Krankenhaus oder ein Waisenhaus. Ja, oder ein Tierheim. Nee. Aber mich verwirrt es auch, dass da in dem Bach scheinbar Blut fließt. Ja. Das ist auch nicht so unverdächtig. Und wie viel? Ich glaube, die haben das nur gefärbt. Das flackert immer so. Ach, da war doch der Unsichtbare. Vielleicht ist das noch. Wir haben es einfach kaputt gemacht. Als wir ihn in die Zelle rein teleportiert haben, haben wir es kaputt gemacht. Ich glaube nicht. So, wir gehen erstmal hier links hin zum Ausgang und töten da die Leute. Achso. Weil so können wir dann noch fliehen. Wir machen jetzt härtere Gangart. Ich glaube nicht, dass wir mit denen reden können. Zumindest haben die Schüler uns sofort angegriffen. Ja, die sind halt auch noch jung und motiviert. Nee. Dann soll es so sein. Wahrscheinlich müssen wir hier alle bekämpfen. Erkundungs-XP, weil wir jetzt das Dorf... Ich dachte schon, ich hätte den gewone-hittet. Das wär's ja. Das wird so schnell nicht passieren. Ups. Hingefallen. Ja, das wird nie passieren. Sei denn, ich greife den Level 1-Typ an, dann vielleicht. Irgendwie macht die Knüppelzeit auch nicht mehr so richtig Schaden. Da sollte ich mich mittelfristig mal irgendwie mal orientieren, glaube ich. Wollen Leute ins Wasser werfen? Nein. Nee, meinst du nicht? Ich werde es gleich ausprobieren, aber es wird dann kommen. Ich glaube es auch nicht. Kein, unzulässiges Ziel. Naja, ich glaube, du hast schon den Gestank. Och. Ich habe den Gestank nicht gelernt. Und ich werde ihn auch nicht lernen. Denn er entspricht nicht meinem Naturell. So. Ja, warum hast du den Knochen dann nicht in der ersten Runde gemacht? Warum? Da war ich zu weit entfernt, um ihn wirklich nah dran zu machen. Ja, nicht ausreden. Deswegen trifft er die auch nicht so gut. Da. Er ist außer Sichtweite. So, nicht mal der Stein hier. Ziel ist blockiert, wird dann da unten aufstehen. Bitter. Ja, ich meine, also der Teleportationszauber ist mit der stärkste Zauber, den wir haben. Ja, weil alles liefert. Schaden, Crowd Control. Was will man mehr? Blutung sollte nur verursachen. Immer so durchhin. Weiß ich nicht. Wie das ist, wenn man teleportiert wird, wo man dann ist. Da kann man sich bestimmt auch verletzen. So, wenn man jenseits der Raumzeit existiert. Solltest du Scotty fragen. Ja, die sind doch irgendwie in dem neuen Star Trek-Film wieder zusammen, ne? Ja. Scotty war. Ja, nee, ich meine den einen hier, Kirk und Spock. Ja, aber die Jungen. Und das ist ja eine neue Zeitlinie. Nee, die Alten machen da auch nicht. Ja, ja. Also die meinst du die Schauspieler? Ja, sicher. Ja. Ja, der alte Spock und der junge Spock haben sich schon getroffen in den Filmen. Ich kenne die ja nicht. Ja, ja, aber... Ja, haben sie. Hat schon mit seinem älteren Ich gesprochen. Und da war Leonard Nimoy auch dabei. Ja. Also, wie heißt... Ja, wie heißt Kirk? Ach, wie heißt er nochmal? Ist jetzt so ein Komiker geworden. Ja, ich hab mal irgendwas mit ihm gesehen. Da wurde er mit Hi, Mr. Spock begrüßt. Er war total entgeistert. War er das eigentlich, der gegen diesen komischen Echsenmenschen gekämpft hat? Ja, gegen den Gorn. Ja, bis heute unübertroffen, diese Kampfszene. Ja, damals war die gut. Ja, ich finde die immer noch gut. Na ja. Ja. Wenn ins Blut läuft. Großer Fehler. So musst du es machen. Ja. Ich will halt auch so eine Sense haben. Nein, du wirst eine einhändige Waffe benutzen.
Gibt's denn hier vielleicht einen kleinen Feuer? Vielleicht. Das wäre machbar. Haben die überhaupt einmal angegriffen? Ja, das ist schade. Stimmt. Ja, wahrscheinlich, weil ich in das Feuerzeug gelaufen bin. Zeit zu hämmern. Den Spruch werde ich mir merken. Den Spruch gibt's aber schon. Ja, aber den werden wir auch machen. Wenn wir hämmern. Ach so, ja. Natürlich. Zeit zu sensen. So, wenn wir zu zweit sind, das ist ja hier easy. Und Skillbuch, nein. Freude mit Flüssigkeiten. Großer Heiltrank. Großer Feuerresistenz. Schriftrolle der großen Regeneration. Ja. Was ist denn das für ein lila Tonikum? Luftresistenz drin. Den brauchen wir nicht. Ach, wir haben schon so viele von den ganzen Resistenz drin. Hey, I know that. Was? Still snows can twinkle. Blizzards shake and turn. Was ist das denn? But so long as imps sleep. Was ist das denn? Ein Ork, der hier irgendwie. Und ein Imp? Lehrling? Masamune? Der hat einen Namen, der ist wichtig. Will er mit dem reden? Ja. Da war so ein Schwertsymbol. Also eher nicht. Nee. Ich fürchte nicht. Zeit des Rednens vorbei. Vor allem sind wir jetzt in dem Dorf, wo wir nicht reingehen wollten, weil wir nicht ohne Kampf reinkommen. Ja. Ja, ne? Doof. Ne, wir wollten aber eigentlich nur ins Gefängnis und die Leute dort befreien. Was wir auch gemacht haben. Sturmweber. Ich mag Zauberer nicht. Ah, die halten aber nichts aus. Oh, wenn wir sie treffen, dann. Was? Ja, wir machen sie nass, damit wir sie stunnen können. Ja, ja, aber aus der Ferne. Geleuchtet als unter ihm. Fehler. Links waren manchmal explosive Fässer auf dem Baden. Ja. Warum ist da keine Pfütze? Weiß ich nicht, probier einfach mal. Ja. I just knew my soaps would burn through the competition. Oops. All ahead, girl. Ach, mit sowas Pusten ist auch kaputt. Ja, wo jetzt haben wir da Spitze. Und auf in den Kampf. Schnell, solange er gelebt ist. Ah, da wurde. Nee. Nee. Okay, sah nur so aus. Du stehst ja nicht im Wasser. Noch. Ihr seid eh nicht elektrifiziert. Noch nicht. Hammer. Zeit zu hämmern. Ja. Ach, ich kann ja nicht. Der Supplat. Dieses Elektrozeug machen. Aber, ja. Mit wenig Aktionspunkten. Kannst du nicht einfach mit deinem Stab angreifen? Ich glaube nicht um das ganze Wasser. Doch. Ah. Das Fühl mit 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich mache weniger Schaden als Bones. Ist es deine Aufgabe, Schaden zu machen? Ja, irgendwo schon. Sie macht halt 50%. Na gut, sie hat auch eine 200. Muss man ja auch sehen. Das findest du toll. Ja, die sollten nur noch mehr machen, die Blutung, als nur Schaden über die Zeit. Meinst du, Trefferwahrscheinlichkeit für irgendeine solche Späße? Ja, oder dass man hier mit dem Untoten noch so eine Vergiftungsaura lernen kann, und wenn die Bluten also Wunden haben, dann sich infizieren leichter. Zum Beispiel ein Malus bekommen auf
Giftresistenz oder Krankheitsresistenz wird. Ja. Oh, Hundi ist entlähmt. Ja, auch der Untote kann auch gelähmt werden. So. Auch wenn du da reinläufst, ja, bist nicht der Held. Och, aus Versehen beendet. Ja, ja, aus Versehen. So, du kannst einen anderen Eiszauber noch machen, wird hier eingefroren. Ja. Lebt fehlgeschlagen. Ja, egal. Die wird vormächtig schon sein. Abgeschirrt. Ey. Wie sie halt mit ihrem dümmlichen Stab 83 Schaden macht. Aber jetzt müssen wir das Rüstungsschild durchbrechen. Sie ist halt abgeschirrt. Was wir mal machen? Ich hoffe, das läuft da irgendwann aus. Ja gut, das ist nicht allzu viel Schaden. So. Warum nicht teleportieren? Dann wäre sie teleportiert. Ja, okay. Stark verwundet. Ja, wir können sie auch noch in der nächsten Runde teleportieren. Und so ist sie eingefroren und kann jetzt nichts machen. Ja, ist ja gut. War noch voll im Schaden scheinbar an der Rüstung, wenn sie eingefroren ist. Jetzt nicht mehr. Oder doch. Hat doch gar keine Rüstung. Nee, aber es gibt ja einen Bonus auf Rüstung, wenn man eingefroren ist, oder? Ja. Aber es kommt ja auch kein absorbiert. Also ihre Rüstung, die sie anhat, zählt auch nicht dazu. Okay. Ja. So wie ich das gesehen habe. Ist ja auch Schnuppe, Hauptsache. Ein Silberamulett. Das nehme ich. Das nimmst du nicht und du kannst nicht sehen, was es ist. Aber es ist bestimmt schön. Und es leuchtet. Ja, nee, Meister. Nee, nicht so toll. Kannst du behalten. Lauf durchs Blut, damit ich mich heile. Aber es hat doch nicht viel geheilt. Tundrin. Sehr gut. Nee, gegen die will ich noch nicht kämpfen. Ja, noch nicht. Boah, spring das Fass da bitte. Was haben wir denn hier? Schriftrolle Zerstörung von Beschwörung. Wie passend, dass wir sowas haben gegen die. Na, wir werden wahrscheinlich erstmal das Haus hier. Ja, wir können die beiden auch schnell töten mit den Rollen. I just knew my sons would burn through the competition. Hm. Ich meine, sterben müssen sie so oder so. Ja, call ahead, Predator. Aber was ist denn? Oh. Sind ja mehr. Ah, die scheinen drin zu sein. Ja, wo hatten wir das letzte Mal gespeichert? Das weiß ich, du speicherst doch dauernd. Ja, spätestens nach dem Kampf hast du bestimmt ich gespeichert. Hoffe. Ja. Gut, dann gucken wir mal, wie viele Feinde hier sind. Ja, bitte spring das Fass da. Warum denn? Wir will sehen, was passiert. Nichts wird passieren. Meinst du, es gibt keine Kettenreaktion? Nein, wir sind schon rein. Hey, Kamerad. Ja. Ah, ich dachte, es geht alles kaputt und irgendwas Interessantes passiert. Es sind doch keine explosiven Fässer. Es ist eindeutig ein Bier- oder Weinfass. Vielleicht ist ja hochprozentiger Alkohol. An so einem Riesenfass. Ja, es ist halt ein Dorf von Alkoholikern. So, wie viele kämpfen hier drin? Schnell rein hier. Zwei. Rein ins Loch. Herr Lehrling. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das würde jetzt lernen müssen. Ich höre nicht das hinfallen. Hinfallen. Das. Ne, ne. Ja gut, das ist ja so ein göttlicher Hammer. Ein Tenebrium-Schmied.
Mann, die Blutung mit sie nicht mehr wirken. Tenebrium ist doch das Zeug, was die Leute vergammeln lässt. Ah ja. Ja, siehst du mal, wie böse die sind. Ja. Und dass wir sie besiegen. Wahrscheinlich schmutzt der Nagelfeilen aus Tenebrium, um die ganzen Leute zu vergiften. Auf dem Markt. Oder um Nagelpilz zu behandeln. Dreimal 60% Prüfung geschafft. Ja, siehst du mal. Oh, hier steht schon auf. Oh. So, bitte jetzt viele Fetten. Ja, ja. Das ist doof. Na dann, wir gehen weit in die Ecke. Da wollen lange brauchen, um zu uns zu kommen. Und der Untote sich in den Weg stellen kann. Aber irgendwie ist er schwächer als der Lehrling. Ja, das, man darf nicht nur nach der Größe gehen. Der ist halt eher hartnäckig, der Kleine. Eine Rüstung, ne? Och, was machst du denn? Ich mach das, was du befiehlst. Ich treff so gut. Kannst du mich mal nicht angreifen? Nein, 5 Aktionspunkte. Bitter. Die haben guten Loot hier. Als Schmiede bestimmt. Aber ja, wir Tenebrium anziehen wollen. Auf jeden Fall, so eine Tenebrium-Waffe würde ich sofort nehmen, wenn deine Gegner verfaulen. Na, das stimmt. Ich muss halt aufpassen, dass du nicht aus Versehen selber vorne dran kommst. Ja. Oh. 160 noch für dir. Gib's zurück mit dem Hackebein. Ich glaube, er mag den Untoten nicht. Ach, sie hat mal treffen. Thank the gods we've learned to handle this all properly. What? You don't fancy dying a slow, toxic death? Nein, das ist Tenebrium. Tenebrium-Schwert, Einhandwaffe. Ich wusste es. Endlich beginnt es. Dir sowas geben können. Ja. So, schlag mal zu. Ja. Immer auf die Kleinen. Absolut grandios. Oh, und sogar ein Tenebrium-Hammer. Naja, da gibt's viel Erz. Wir werden uns den Loot in der nächsten Folge angucken. Mit all seinen Fäulnissen und seinem Vergnügen. Bis dahin.